Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Folge von Rocket League mit zwei Kumpels zusammen. Falls ihr Instagram habt oder vorbeischauen wollt, der Name zu Instagram ist entweder in der Beschreibung oder jetzt links oben oder rechts oben im Video eingeblendet. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es heute wird, denn ich werde heute spielen und auch gleichzeitig ein bisschen das Spiel moderieren. Und ja, mal sehen, was da ist erledigt. Und dann würden wir sagen, steigen wir mal ein in 3 gegen 3. Und dann geht ab die Luzi. So. Es geht los, es geht los. Gleich mal hier nach vorne reingeprescht. Oh, 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 oh. Oh nein. Der Ball war ganz knapp nicht drin. Aber ich gehe jetzt wieder zurück mit meinem Spiel. Auto hier. Ja. Das war wirklich extrem knapp, aber hier wurde gerade ein Spieler dezent ausgelöscht. Ausgerechnet mein Kumpel. Ja, das ist ja. So, wie gesagt, wir tun so, als ob wir jetzt hier natürlich Bayern, wenn ich will, ein bisschen, wie gesagt, moderieren und so ein Scheiß. Ganz klar Stuff. Oh, und Neuer kann diesen Ball verhindern, indem er rausfährt und die Kugel wegschlägt. Mit der Faust, also stellt euch vor, wie wichtig Fußball natürlich. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was er da geschrieben hat. Das juckt mich in dem Sinne auch ziemlich wenig. Was dieser kleine Lackaffe da jetzt geschrieben hat, ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Irgendwas mit G96 hier, so ein Spuchtelkack. So, Neuer kann diesen Ball verhindern. Ich weiß, es ist Rocket League, deswegen bitte nicht wundern, auch wenn ich jetzt irgendwie andere Namen, Spielernamen erwähne. Bitte nicht melden und sonst irgendwas, das ist rein nur aus Spaß. Genau, Lewandowski, Kani 1133, also Ingame-Name ist Lewandowski und Adem, wie gesagt, ist Jerome Boateng mehr oder weniger. Und Neuer kommt raus und kann diesen Ball sensationell halten. Gar keine Frage für den Nationalkeeper und Bayern-Star. Jetzt natürlich wieder die Bayern auf dem Weg und damit das 1:0 für den Rekordmeister gegen ein sehr schwaches Blau, also in dem Sinne Schalke, denkt einfach so, richtige Fußball, du Kack. Ja, steht jetzt 1:0, ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Neuer verzieht sich wieder in sein Tor. Der Ball wieder gefährlich nah am Strafraum, aber die Bayern können das Ding abwehren, vorerst mal. Wieder der Ball nach vorne in die Sturm. Nein, der Ball wird wieder zurückgespielt. Und die Bayern können das Ding gut entschärfen, dank der Nummer 1 des FC Bayern. Oh, das war... Und das war das Tor von Manuel Neuer, also von mir, von meinem Ingame-Namen natürlich. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was da los war, aber es war tatsächlich ein Eigentor vom Gegenspieler, womit ich jetzt überhaupt nicht gerechnet habe. So, was ist jetzt hier los? Boateng im Tor und Manuel Neuer draußen ist aber auch ziemlich überraschend. Habe ich so auch noch nie erlebt, dass ein Verteidiger im Tor ist und ein Torwart im Sturm. Habe ich so auch noch nie erlebt. Du hast wie gesagt, was machen jetzt die Bayern? Also Schalke steht gerade hier, also denkt euch Schalke aus in dem Sinne blau, steht hier gerade zu dritt im Tor hinten drin, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sind, beziehungsweise weil sie hobbylos sind. Und oh, der Ball hat extrem knapp die Latte gestriffen. Und sie stehen immer noch hinten drin im Tor. Und man sieht, die fahren hier die Bannen nach oben. Wie gesagt, die Bayern versuchen jetzt gerade den Ball hier reinzukriegen. Er ist an den Pfosten gegangen, statt ins Tor rein. Das ist nicht gut. So, noch. So, Manuel Neuer kommt jetzt auch mit vor, weil die vorne Hilfe brauchen im Sturm. Nein, das wird nichts, das ist nichts und das wird nichts. Aber Manuel Neuer kann den Ball mit seinem, ja, Alter, wer ist es denn halten? wie gesagt, das ist alles nur Spaß oder sowas. So, Manuel Neuer wieder hinten im Tor drin.
Und jetzt komme ich gleich noch mit nach vorne. Hat das Spiel verlassen. Ja, super. Läuft bei ihm sowas von. Das sind einfach nur, auf gut Deutsch gesagt, Spasten, die das Spiel verlassen, weil sie nicht verlieren können. Ja, Leute, es ist wirklich unfassbar. Da versuchen wir mal ein Spiel zu moderieren, dann klappt es nicht. Ey. Das ist Wahnsinn. Egal, wie gesagt, ich werde jetzt kurz das Ding hier rausschneiden, dann geht es auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir endlich im Stadion angekommen. Ich weiß jetzt nicht, welches Stadion es sein soll. Vielleicht Dab-Sub-Sender oder so, aber ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit Moderieren. Ich werde, wie gesagt, mein Bestes geben. Ich bin noch nicht so gut darin. Das ist mein erstes Mal, dass ich ein Spiel moderiere. Das war jetzt ein bisschen schnell gesagt. So, wieder die beiden auf dem Weg nach vorne. Der Torwart mit dem Manu. Neuer wieder. Oh, Junge, seid ihr von denen angebumst? Ja, ein bisschen Spaß hier. Ist das Ananas, ihr wisst Bescheid. So. Jetzt wieder die Gegner am Ball. Schießen den Ball extrem weit nach vorne. Aber Neuer kann den Ball klären, indem er rausspringt und den Ball über den Gegner seine Faust wegschlägt. Also nicht in die Fresse schlagen, sondern wegschlägt. Ja, jetzt wieder Lewandowski im Vorstoß und Boateng mit dem Tor, Digga. Jawohl. War leicht, man muss sagen, weil ich kann jetzt nicht sagen, ob es abgestaubt war oder nicht. Er schreibt es gerne mal in die Kommentare in dem Sinne. Aber jetzt geht es wieder weiter. Neuer wieder auf den Weg nach vorne und kann den Ball wegpitchen. Also nicht weg Dingsen in dem Sinne mit F, sondern wegpitchen. Weil manche verstehen es anders und denken sich dann das F-I-C-K-Wort aus. Also bitte nicht das denken, das war jetzt nicht so gemeint. Sondern wegpitchen. So, jetzt stehen da die zwei Abwehrchefs natürlich vorne drin und wissen nicht, wie sie den Ball hier runterkriegen soll. Aber Neuer kann den Ball wie immer gut klären. Er ist einfach ein absoluter Klasse-Keeper. Und das zweite Tor, ich weiß nicht, ob es eingeleitet war durch mich, aber ich denke mal schon. Und dieser Tex oder wie der Fischkopf heißt, der kann einfach gar nichts, er ist einfach nur eine Lusche. Nein, ich möchte keinen beleidigen oder sowas, sondern es ist einfach Tatsache, dass man die Leute hier nicht spielen können oder sonst irgendwas. Klasse, das war sehr gut geklärt vom Bayern-Keeper. Das war sensationell geklärt und Boateng steht aus unerklärlichen Gründen hinten im Tor drin. Aus, ja, Lewandowski meine ich nicht Boateng, sondern Lewandowski steht aus unerklärlichen Gründen hinten drin. Was ich nicht verstehen kann. So, wollte ich gerade sagen, Lewandowski wird der zweite Manuel Neuer in dem Sinne. So, da wollte gerade Neuer rauszischen, muss aber nicht raus, sondern kann drin bleiben, weil geklärt wurde der Ball von hier Lewandowski oder Boateng, weiß ich gar nicht, ist mir so in den Schubbel. Und wieder eine sensationelle Rettungstat des Bayern-Keepers. Es ist ja Wahnsinn, was der heute rellt, vor allem rellt. Hält meine Fresse. Ey, also manche Sprachfehler hier in dem Game, die sind echt zum Kotzen. So, wie gesagt, jetzt wieder die Gegner am Ball und ja, schießen mehr weniger ein Eigentor. Ich weiß nicht, ob es ein Eigentor war, aber man sieht's. Man sieht es in der Wiederholung. Also ich weiß nicht, wie man so inkompetent sein kann, wie die Gegner, um ein Eigentor zu schießen. Also das kann doch nicht sein. Also einfach nur komplett dumm. So, Lewandowski, nee, da brauche ich Manu nicht drauf gehen. Der Ball ist safe entschärft. Aber er geht trotzdem drauf, weil er einfach ein klasse Keeper ist. Es ist so. Jetzt wurde mir gerade hier der. Jetzt wurde ihm gerade hier der Fuß weggeschnappt in dem Sinne. So. Da komme ich definitiv, da kommt er definitiv nicht ran. Was ist das denn für ein Ball?
Also das ist ja wirklich absurd, wie er den reingemacht hat. Da kommt Manuel Neuer nicht hin, das kann sie knicken. Da kann nicht mal mehr ein Testing kommen, der ist noch schlechter als Manuel Neuer. Keine Beleidigung oder so, aber es ist Tatsache. Wie gesagt. Also Leute, bitte, bitte nicht wundern, ich bin hier gerade mit Kollegen am Spielen, ich höre die gerade über die Party hier. Bitte nicht wundern, ich bin gerade auch ziemlich stark am Schwitzen. Jetzt hör auf mich wegzubumsen, du Hund! Und wie gesagt, ich rede hier gerade mit Kollegen hier über die Party, können ja hier auch im Menü sehen. Also es ist einfach nur aus Spaßeshalber, also nicht ernst gemeint oder sowas. Also ich hatte einfach mal Spaß zu kommentieren. Jetzt wieder auf dem Ansturm nach vorne. Und wenn der jetzt reingeht, gehe ich mich rein, kann ich erschießen. Und nein, der geht nicht rein. Der geht ebenso nicht rein, weil Neuer ein spitze Torwart ist. Nee, ganz ehrlich, der geht nicht rein. Das kannst du sowas von vergessen. Der Ball, der geht nicht in dieses Tor rein. Der Ball, der geht da nicht mehr rein. Ein Tor reicht, aber keine zwei. Keine zwei, wollte ich gerade sagen. Ein Tor, aber keine zwei. Es ist jetzt endgültig Schluss. Die Münchner werden dieses Ding nach Hause holen. Ich sag's euch, Leute, es sind noch knapp 10 Sekunden. Was ist denn da vorne los? Die kriegen den Ball nicht geklärt. Die Gegner kriegen diesen Ball nicht geklärt. Was ist denn da Phase? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und nochmal eine sensationelle Tat des Keepers. Und ja, damit ist das Spiel neben sie entschieden und ich verabschiede mich nicht. Also ich bleib noch da. Ich nehme noch ein weiteres Spiel auf und danach ist dann Schluss. Aber wie gesagt, falls euch sowas gefällt mit Moderation und sowas, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr weiter solche Videos sehen wollt, weil ich glaube, das ist ziemlich cool. Ja, lasst wie gesagt eine Bewertung da und wie gesagt, die Namen zu den zwei Jungs, was Instagram angeht, sind entweder unten in der Beschreibung oder jetzt links oder rechts oben nochmal eingeblendet. Und ja, da habe ich vergessen auf bereit zu drücken. Ups. So, nochmal kurz einen Löwen trinken. Ne, der Aufstoßer, der ist dieses Mal nicht mehr drin. So, jetzt beginnt das Spiel, jetzt wieder neue vorne drin, kann den Ball pitchen. Ich weiß jetzt nicht, was das gerade für eine Aktion war, aber ich kann es euch nicht sagen, Leute, das ist einfach nur komplett bescheuert, was sie gerade gemacht hat. Statt sich nach vorne spiele, versuche ich ihn aufs eigene Tor zu bolzen. Ich rede jetzt wie gesagt nicht von meiner Seite aus, sondern von den Bayern Stars Seite aus. Also bitte nicht wundern, dieses Video ist allgemein nur auf Spaßniveau bezogen. Also bitte nehmt das Ganze nicht ernst. Und ja, wie gesagt, klasse Tor jetzt hier gerade von Boateng, wie ihr gesehen habt. So, wieder Neuer hinten drin im Kasten. Wie immer, das ist einfach unbesiegbar am Tor. Das sind 99,9%, also die 1% ist manchmal besiegbar, aber nicht immer. So, wieder schön nach vorne geschlagen von von Lewandowski war es, nicht von Boateng, Entschuldigung. So, wieder die Gegner hier am Ball. Oh Gott, Alter, schöner Schlag nach vorne ins gegnerische Tor von Lewandowski. Einfach nur ein Sahnestück der Extralative, meine Damen und Herren. Ein schönes Tor. Der hätte nicht mal mehr ein Tor wie Testing, eine Chance, der wäre höchstens mal nur 9 hingekommen, aber mehr nicht mehr. So, wieder Neuer vorne drin mit dem Sturm. Kann den Ball noch antatschen. Geht aber wieder zurück ins Tor, was auch seine Stammposition ist. So, jetzt hier Lewandowski bzw. Boateng gerade am Ball gewesen, bzw. jetzt die Gegner am Ball.
Ausradiert, der Gegner, und jetzt wollte er mich auch schon hier ausradieren. Ich fass es, ey. Wollt ihr. Oh, Junge! Ich kann den Ball. Neue kann den Ball nicht entschärfen. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Das ist doch gerade so witzig, Alter. Auf jeden Fall hat Ganaldo versucht, den Ball wegzuschlagen, aber das ist gescheitert, denn der Ball ist zum Glück über das Tor drüber gegangen. So, wieder Neuer. Kann er den Ball klären? Ja, kann er. Und er geht auch mit in den Sturm von rein. Bringt ihm aber nichts, weil der Ball nicht ins Tor reingeht, sondern er geht scheiße knapp vorbei. So, Neuer wieder hinten drin im Tor. So. Der Ball geht nicht rein, sondern der Gegner kann ihn abwehren. So, wieder Neuer mit einer sensationellen Parade. Ist wieder on the goal. So, jetzt hier wieder. Boah, kleiner Aufstoß am Rande. Kann wieder. Jetzt wieder der Ball in der gegnerischen Hälfte. Was heißt in der gegnerischen Hälfte? In meiner Hälfte. Jetzt hat er mich ausradiert, Mann! Jetzt hat er hier gerade mein. Jetzt hat er gerade hier neuer ausradiert. Jetzt schießt er hier ein Tor. Das ist ja nicht zu fassen. Es ist ja unglaublich, was in diesem Game schon wieder passiert. Ich fasse es nicht. Wie gesagt, da der Gegner jetzt gerade eben hier den Torwart ausradiert, das ist unfassbar. Dafür hätte es eigentlich Platzverweis geben müssen. Mit einer saftigen Grätsche ist er da reingegangen, ohne dass er den Ball berührt hat. Das ist meiner Meinung nach ganz klar Platzverweis. Aber nein, der blöde Schiri lässt diese Scheiß-Game weiterlaufen. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. So, dieser Text T, keine Ahnung wie der Vogel heißt, kann sich mal ganz schnell verzischen. Ja, gibt's ja gar nicht. So. Jetzt bleib mal jetzt. Jetzt bleib doch mal weg, Mann! Manuel Neuer ist dezent am Ausrasten und kann diesen Ball nicht mehr verhindern. Er wird stattdessen wieder aus dem Leben geschossen, wie immer. Und kann diesen Ball nicht mehr verhindern. Stattdessen geht der Ball ins Tor rein. Und was soll man dazu nur sagen? Ist einfach nur Katastrophe, was die Gegner für einen Scheißdreck zusammenspielen. Die können einfach nicht fair spielen. Aber jetzt geht's wieder weiter. Vielleicht haben die Bayern nochmal die Chance auf den Sieg zu holen, was das ganze Thema hier angeht. Aber ich glaube mal schon. Es sind ja momentan, was es angeht, ziemlich heimstark. Und von daher glaube ich mal, dass es nicht so sein wird, dass die München jetzt jedes Spiel verlieren. Glaube ich nicht. So, jetzt wieder auf dem Weg nach vorne. Ich dachte schon, es wird ein Tor, aber es ist leider kein Tor. Der war knapp vorbei. Aber schön nach vorne geschlagen, an der Stelle. Von der Nummer 1 des FC Bayern. Ist natürlich klar. So, wieder auf dem Weg nach vorne, aber nicht mit der Nummer 1. Wenn der jetzt reingeht, dann ist es das komplett. Und der Ball, wie ich schon sagte, der ist drin durch eine Vorlage von Neuer hier am Start. Und Boateng zimmer den klassisch per Kopf rein. So, es sind noch offiziell 45 Sekunden, bis das Spiel hier auch hoffentlich entschieden ist. Aus Sicht der Münchner. Ganz klar. Plus die Nummer 1 muss ich jetzt ein bisschen sputen hier. Und kann den Ball hier entschärfen. Und jetzt die letzten 30 Sekunden, meine Damen und Herren. Die letzten 30 Sekunden. Können die Münchner das Ding nochmal reißen und nochmal ein 4:2 raushauen? Ist das möglich? Ist jetzt hier die entscheidende Frage. Ist das 4:2 möglich? Oder kassieren sie den Ausgleich? Ich habe keine Ahnung. Kassieren die beiden jetzt noch den Ausgleich oder wird es ein 4:2? Es ist spannend. Die letzten paar Sekunden laufen. Neuer muss nochmal einmal raus und kann den Ball entschärfen. Er kann den Ball entschärfen und macht das Tor. Ich fasse es nicht.
Ich werd bekloppt. Manuel Neuer schießt ein Tor. Ich fass es nicht. Was bitte ist denn hier los? Was ist denn bitte hier los? Das 4:2 durch den Torwart entschieden. Ich werd bekloppt. Ist das 5:2? Nein! Aber das Spiel ist entschieden und ja, ich weiß nicht, wo ja gut. Und wie gesagt, das Spiel ist jetzt hiermit entschieden und ja. Gut, die Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser kleinen Special-Folge. Und falls euch gefallen und mehr von solchen Videos sehen wollt, wie gesagt, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und vergesst nicht, bei den Jungs auf Instagram vorbeizuschauen. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt einfach einen noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.